Herzlich willkommen bei Barnheim. Unser kleiner Rumine hat ein großes Problem und dieses Problem ist, er ist nackt. Das Problem ist, er wird hier rein müssen und er hat nichts zu essen und er hat überhaupt nichts, was ihn im Moment an Waffen und ähnliche Dinge unterstützt. Wir haben zwar Steine, auch Holz, wir haben auch eine kleine Hütte, aber herstellen müssen wir überhaupt erstmal etwas, um überhaupt ein wenig voranzukommen. Wir haben jetzt keine Waffe, wir haben nur die Keule. So, das erste wird jetzt sein, dass wir uns mal klein noch eine Werkbank aufbauen, wobei wir zuerst einen Hammer brauchen. Und den Hammer brauchen wir 6 Holz. Das heißt, wir müssen ein wenig Holz besorgen. Und das Reh bekommen wir jetzt auch, oder? Ja, komm. Ich habe schlagende Argumente. Das ist gut. Danke, liebes Reh. Unser Problem wird es jetzt sein, eine Grundausrüstung an Waffen zu bekommen. Denn wir hatten den Fehler gemacht. Hammer, was brauchen wir noch? 2 Steine. Ja, Feuerstein ist nichts gut. Wir haben den Fehler gemacht, dass wir da mit anderer Figur, ja, genau in diesem Zustand in diese kleine Grabstätte reingegangen sind und unter uns, das war nicht so gut. In Erfolg habt ihr gesehen, das war ziemlich frustrierend. So, das war ein Feuerstein, das war kein guter Stein. Oh nein, jetzt schon wieder, komm, den kriege ich doch noch. Okay. Ein normaler Stein, bitte. Nein, wunderschön. Wir können den Hammer herstellen. Genau. So, warum kann ich jetzt keinen Hammer herstellen? Doch, geht doch. So, wir haben einen Hammer. Auch wenn dieser Satz ein wenig begrenzt gut klingt. So, guck mal, kriegen wir das auch noch? Und bleib da, du Hirsch, Reh. Du bist mir nachgelaufen. So. Wir sind jetzt komplett ohne Ausrüstung, wenn man das so möchte. Ein bisschen Ausrüstung brauchen wir, dass wir nicht da wieder auf die Nase fallen. Und der Bett ist noch da. Jawohl, es ist noch da. Wollen wir uns gleich mal schlafen. Ja, wir brauchen erstmal wieder ein Feuer. Ach Gott, das ist frustrierend. So, der 2 haben wir unseren Hammer. So. Jawohl, wir brauchen ein Dach. Dann setzen wir mal hier die Kochstelle. Wenn wir die raushole, ja. Ja, das wird uns wahrscheinlich auch nicht viel helfen. Weil wir an der Stelle. Warte mal, ich vertausche mal gerade die Leer hier. Man kann nichts setzen können, oder? Schauen wir mal, was passiert? Da ist noch ein Feuer. Mal schauen, wir die Werkbank hier reinsetzen können. Die Wahrscheinlichkeit wegen dem blöden Stein ist wohl gleich 0. Na, bringt uns auch mal nicht viel. Gut, jetzt haben wir mal hier das jetzt stehen und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Steinaxt. Dafür brauchen wir natürlich Holz und Steine. Gut, Holz würde kein Problem bedeuten. Wir brauchen nur 5 Steine. Holz haben wir relativ schnell zusammen. Wie konnten wir nur so dumm sein, in die Höhle ohne Waffen reinzugehen, beziehungsweise, ach nein, jetzt schon wieder, in die Katakombe da. So, ein Stein. Feuerstein brauchen wir nicht. Wir brauchen unbedingt was zu essen. Grillen können wir nachher. Jawohl, Bären der Erde. Dankeschön. So, 2 Steine haben wir. Wo kommt die Hütte her? Haben wir die gebaut? Nö. Sind uns, oder? Nö, aber es ist eine Hütte. Mit Horn. Mit Honig. Ja, toll. Dem Bett sitzt wahrscheinlich nicht wie eine Elbe. Was ist hier?
irgendetwas aufgenommen, aber keinen Stein. Dann noch mal kurz was hier rüber. Nein, unser ganzes Material liegt hier in der Ecke. Das ist natürlich nicht so ideal. Nee, das macht keinen Sinn. Ich weigere mich, das zu akzeptieren. Hier sind Pilze. Gut, die können wir gleich hier holen damit. Ist das ein normaler Stein? Jawohl. Auch ein normaler Stein. Haben wir erst 5? Wieso hat er den nicht genommen? Kommst du? Danke. Das ist kein Stein. Bevor du mich wieder ärgerst, Pauling. So, ich brauche noch Steine, brauchen wir noch einen einzigen Stein. Nein, lass mich nicht sein allein. Ach, das ist schon ärgerlich. Einmal einen Fehler gemacht und dann. Ja. So, wir haben unsere Steinachs, die legen wir wieder hier hin und genauso sollte es sein. Wir sind gewöhnt, die Axt auf der 1 zu haben. Und dementsprechend macht das schon irgendwo Sinn. So, da wollen wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen Holz holen. Ja, mit der Bronze, das ging doch schon ein bisschen schneller, ne? Wieder in diese Höhle reingehen können, beziehungsweise die Grabstätte, werden wir den Fuß abbauen. Da kommt da so ein kleines Skelett an und haut mich. Da. Ich darf hier, also das ist ein Wahnsinn. Und dann liegst du noch im Bett und erwärmt sich und hat vergessen, dass du ein Feuer an hast und der Rauch war stärker. So. Hey, die ist ja zu aufgeschreckt. Schön, dass sie können nicht weit weglaufen hier. Da ist wieder eins. Komm du Hirsch. Du hast gegen mich jetzt keine Chance hier. Bambi, oje, wenn das die Kinder hören. Ja, komm Bambi, auf geht's. Ich hab doch Hunger. Tut mir mich, sei so nett. Ach ja, genau, da solltest du jetzt nicht hin. Okay, da solltest du hin. Man ändert relativ schnell seine Meinung. So, dann wollen wir mal gucken, dass man hier vielleicht, auch wenn es jetzt nicht gut aussieht, oben ist ja Wurst. So. Kann man die Werkbank schon nutzen? Nein. Dann setzen wir die Dinge nach links. Anfang. Am Anfang, warum nimmt er das jetzt nicht an? Hat vor eben hingesetzt. Was macht er jetzt? Das hat er doch eben gesetzt, oder? Ihr habt es doch alle gesehen. Dann schauen wir mal, die hier hinzusetzen. Eine gute Flexibilität ist ja wohl vorhanden. Und dann gucken wir mal, dass wir diese Bank hier rübersetzen. Eventuell brauche ich hier noch eine Mauer, ne? Okay, da wird der Spinner. Ach, hätten wir den ganzen Stress sparen können. Einmal aufgepasst. Traurig, traurig, traurig. So. Blackbank Zustecker. Die sind noch nein. Das heißt, wir brauchen an der Seite auch noch was. Mal gucken, ob das reicht. Jawohl, das reicht. So, was kann ich jetzt noch herstellen? Eine Hacke brauchen wir. Im Moment, nö, brauchen wir nicht. Die Fackel ist uninteressant.
Können wir schon was upgraden? Ja, Steine, Heule, da können wir nichts machen. Wir brauchen noch das Zweite. Nee, ich brauche Klamotten. Was sind das Einfachste, was ich mir... Kann ich im Bogen erstellen? Nee, da brauchen wir dieses komische Zeug. Gut, egal. Jetzt wird geschlafen. Wir haben ja hier ein Feuer. Und gute Nacht. Hoffe, dass mir jetzt den Rauch, dass der Rauch abzieht, sonst haben wir das gleiche Problem wie das letzte Mal. Und im Moment sehe ich nur schwarz. Wunderschön, ich bin ausgeruht, das ist gut. So, dann wollen wir mal gucken, ob man hier noch ein... Genau, kann man herstellen. Das muss was zu essen machen. Das brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Deine lassen wir mal kurz bei uns. Feuerstein. Ja, weiß nicht, ob wir die Feuerstein brauchen, aber komm, den Harz lassen wir auch mal da. Und sofort kriegen wir wieder Qualm ab. So, jetzt können wir was zu essen. Das ist schon mal gut. Gut, das heißt, wir haben 6 von unserem hervorragend gekochten Fleisch. Erdbeeren und einen Pilz. Ausgeruht sind wir 11 Minuten. So. Wir haben 4, das heißt, der Rest müsste noch hin. Und natürlich regnet es. Och, ihr Leute. Ach, ist das frustrierend. Und so einem einfachen Skelett. Gut, man muss sagen, es waren 2, ne? Und 2 Skelette, die haben schon was, ne? So. Schauen wir mal hier rüber, wie sieht es jetzt hier aus? Update. Wir haben die Insel relativ weit erkundet. Hier haben wir unseren Hafen, das sind wir. Es besteht jetzt die Möglichkeit, dass wir uns diese Dinger wiederholen, unsere Bronze und das Ganze. Und das ist etwas, was ich natürlich priorisiere. Und hier haben wir ein Babyboot. Das hat mir weggemacht. Ne? Ja, ich glaube, das Boot ist weg. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, kommen wir... Ja, hier unten ist unsere Ecke. Naja, das macht wenig Sinn. Aber es macht jetzt auch wenig Sinn, bei dem entsprechend unästhetischen Wetter durch die Gegend zu laufen. So, machen wir das mal da rein. Was ist denn da noch? Harz? Ne, brauchen wir nicht. Wir brauchen unbedingt noch ein wenig Schutz. Schauen wir mal kurz rüber, was wir brauchen für unser Holzschild. Halt, die Hütte ist da hinten. So. Lederhelm brauchen wir Leder. Wir haben jetzt 5. Na toll. Und wir brauchen die Werkbank auf 2. Gut, dann haben wir das Problem auch nicht zu lösen. Die 2 haben wir nichts. Roll bringt uns auch nichts. Das Hemd. 5 Reste. Wieso haben wir keine Rutsch? Achso, wir haben keine Rutschbahnreste. Das war das Problem. Gut, was brauchen wir für den Meier herzustellen? Herstellung. Feuerstein, ja gut, die finden wir ja wohl hier genug. Ja. So, haben wir schon einer? Wie viel haben wir denn? Hier. Ja, willst du mit? Dann sammeln wir kurz Feuersteine ein. Feuersteine, ja, gutes Deutsch. So. Vorhin haben wir Feuersteine gesucht. Nicht gesucht, haben sie gefunden. Dann haben wir Steine gesucht und haben keine gefunden. Jetzt geht es mal in die andere Richtung. So. Kommst du? Ja, komm, ist ja gut, du willst Putz. So, und dann wollen wir uns mal ein bisschen Lederreste holen. Es gab auch Fleisch, das ist immer gut. Ach, ist das ätzend. Wir haben 8.
von 10. Naja, dann ist genommen für das Kind. So, 2 Stück. Hier hat mal jemand gelebt. Ja, ich würde mir gerne diesen Honig holen, oder? Wir könnten das eigentlich wie folgt machen. Ich baue hier. Ja, das machen wir. Denn, genau. Man kann nämlich relativ schnell hier diese Barbe holen. Hier geht weniger um die Barbe. Hier ging es um den Honig, der da drin steht. Wegen unserer, genau. Das hat genau gepasst. Genau. Wegen der entsprechenden Ausdauer. So, sieht aus, dass wir viel Holz haben. Eigentlich wäre es eine Idee, aber okay, wir wollen nicht übertreiben. Dass wir uns hier einen kleinen, wirklich festen Außenposten bauen. Und später, ja, an dem Außenposten uns ein Portal hinsetzen, wäre eine Idee. Eigentlich, warum eigentlich nicht? Bei dem Wetter wollte ich sowieso nirgendwo hingehen. Und ja, komm, das machen wir. Wir bauen uns hier schnell einen Außenposten. Also relativ einfach. Die Platte ist da. Dann fangen wir einfach mal an, ein bisschen was zu legen. Ja, gut, wir haben keine Hacke. Ja. Muss man eine Werkbank herstellen? Die Werkbank ist noch nicht da. Also ich habe überlegt, ob wir uns hier gleich das Ganze hübsch machen. Da wird das Problem geben, dass wir hier noch dieses Unkraut oder dieses grüne Zeug da haben. Gut, jetzt gehen wir jetzt mal zurück zu unserer temporären Basis. Da liegt noch Holzchen. Genau. Holz haben wir jetzt 75, das sollte ausreichen. Ich habe eine Idee hier. Hey, es ist zu schmal, oder? Ja, das ist zu schmal. Komm, einmal mal der Ballflach. So, schauen wir erstmal an, dass wir hier diese Werkbank auf die Stufe. Was war dabei? Hey, Wildwutz, du wolltest was von mir? Wo bist du, du Schwein? Genau. Hey, Schweinchen. Hey, du warst eben ein Schwein. Ihr habt's alle gesehen. Und kein Kommentar hören. Gut, dann setzen wir jetzt mal Herstellung. Den können wir jetzt setzen. So, jetzt sind wir auch in der Lage, ein bisschen mehr zu machen, wenn man Klamotte hätte. Also wir brauchen noch von dem Bildzeug da und da noch etwas. So gut, das ist jetzt eine andere Sache halt. Ich wollte überlegen, ich helfe, wie das mit dieser Hacke aussieht. Gut, die können wir schon herstellen. So. Jetzt bauen wir uns irgendwo. Na, halt, da ist er, da ist er. Komm, du Bildwurz, komm. Immer nur einen Lederrest. Noch 2 Lederreste, das ist gut. Jetzt müssen wir überlegen, was Haus hinbauen. Wenn ich es hier hinbaue, befürchte ich, dass ich hier irgendwann eine übel Schwemmung habe. Ja, mit größerer Sicherheit. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendwo einen schönen Platz, der uns... Ja, ist eigentlich nicht schlecht, der uns eine gewisse Höhe bringt. Und nochmal. Datensicherung. Gut, dann wollen wir mal schauen, ob wir hier das diese Plan machen können. Genau.
Wir bauen uns mal wieder einen Außenposten. So, und dann fangen wir ganz einfach an mit einer Werkbank. Wo stellen wir die hin? Gerade mal hier unten. Die da unten wird nicht ausreichen. Da können wir später abbauen. So, fangen wir an. Ohne großen Streit. Ich würde sagen, eine 3 auf 3 reicht. Und was heißt das? Machen wir 3 auf 4. Man hat ja auch seinen Stolz. So. Und eine Tür setzen wir. Komm, machen wir eine kleine Tür halt. Das reicht aus. Und auf geht's mit der Mauer. Fenster gibt's keiner. Dann können wir das Bett reinstellen. Die Werkbank ein bisschen optimieren. Und so kommen wir schön in die Höhe, ne? Halt, habe ich was von der Wutz gehört? Ne, vom Keuling. So. Ja, ist doch nur dieser Holzsplitterneiger. Ach, das ist wohl nur wegen diesem, wegen dieser Grabdecke. Oh oh. Der Ast hätte mir langsam, weil der Baumstamm hätte mir vielleicht Sorgen machen können. Oh, hat mir weh gemacht. Das ist nicht gut. Komm, geh hoch. Na komm, dann isst mal was. Weil er wächst nicht hoch. So, und... Genau, auf geht's, Mauer. Und das war verkehrt. So. Und jetzt hier hinten dran unser Deckelchen. Oder der Nordleuchter. So, kriegen wir das zu? Nee. Jetzt bin ich gespannt, ob das schon ausreicht. Wahrscheinlich nein. Nee, das reicht natürlich nicht aus. Oder ich muss hoch. Gut, aber das sehen wir gleich. Zuerst die Stützer. Siehst du nicht? So, dass das hier mal stabil wird. Und da hinten auch noch. Na, also manchmal ist das schon äußerst interessant. Das haben wir jetzt. Und nochmal. Siehst du? So, jetzt müssen wir wahrscheinlich die Werkbank hier mal wegholen. Genau. Die können wir mal nach innen setzen, ne, wenn wir schon einen Platz haben. Und dann setzen wir da hinten hin. So, ist sie schon geschützt? Nee, wahrscheinlich nicht. Genau. Weil das Dach noch nicht fertig ist. Mal, wenn ich das hier hinsetze, wird es zu groß, ne? Genau. Schauen wir mal, wenn ich hier drauf gehe, das wird trotzdem nicht reichen, ne? Bin ich ehrlich gespannt. Oh, oh, das könnte reichen. Genau, es reicht. Wenn wir es noch richtig angesetzt haben, haben wir unser nächstes Gebäude fertig. So, sieht gut aus, ne? Jawohl. Und jetzt machen wir noch hier das zu. So. Damit
auch schon mal erledigt. Genau, jetzt holen wir uns hier den Baum noch. Der wollte immer zu uns. Der auch. Wie gut, dass dieser Mini-Baum da war. Sonst wäre er wieder auf uns gefallen, der ganze Stamm. Wahrscheinlich wäre es sogar einfacher gewesen, in die Basis zurückzugehen, aber man hat ja auch irgendwie ein bisschen Stolz. So. Was ist das? Keulen? Genau. Komm, machen wir mal ein bisschen Cassius Clay. Kommst du? Und du hast nicht so viel Ausdauer mit deiner Rumäne. So, dann gucken wir mal, dass man hier vielleicht das noch abreißt. Genau. Dann brauchen wir bauen jetzt mal die Betten oder so. Genau, das hätte man sogar noch ausgereiht vorhin. Gut, fangen wir erstmal an, hier ein Bett einzubauen. Möbel, le Bett. Dass wir nachher wieder schlafen können. Wir brauchen natürlich auch, wie immer, ein Feuer. Ah, nee, das machen wir jetzt nicht. Aber wir können eine Fackel aufbauen. So. So, und jetzt hier reparieren. Die Feuchtigkeit hat unser Grundstück damals oder unser Gebäude ein wenig beeinflusst. So, dann bauen wir gleich mal schnell eine Kiste. So, dann gucken wir mal, ob ich damit hinkomme. Nee. Danke, Reh. So. Und gerade noch schnell noch eine kleine Leitbank, damit wir das schnell noch abreißen können. Und da ist der Klops. Den bauen wir gleich innen nämlich auch nochmal auf. Das Feuer haben wir auch weg, gell? Genau. Boah, war ich die Woche frustriert wegen diesem Kameraden-Skelle. So, ein Hackklotz. Wir können außen eigentlich, sehe ich jetzt auch gerade, hier ist noch Holz. Wir können hier, habe ich gerade, wir haben ja den Honig hier noch. Schau mal, oh, die Bienen sind glücklich, das ist gut. Was gönnt man sich sonst nicht, glückliche Bienen? Jetzt, ihr wisst ganz genau, was passiert. Wir werden jetzt einen kleinen Wald drumherum machen. Einen einfachen natürlich. Ach, an den kommen wir jetzt nicht dran, an dieser Birke. Nee, nicht mit dem hier. Gut, wir haben jetzt schon mal einen Skill von 52 hier unten links, beziehungsweise eine Ausdauer. Das ist schon ein bisschen besser, als wenn man ganz knapp in so eine Höhle reingeht. So. So stabil, das heißt, ich hau auf den falschen Ast. So, was willst du? Willst du mich begrüßen? Guten Tag. Ich danke dir für deinen Besuch. Noch einer, nein, das ist eine kleine Ecke, das ist auch gut. Weil die gibt immer dieses andere Futterzeug-Ding da. So. Du störst mich. So. Gut,
machen wir mal gerade hier. Oh, ich kann ja schon etwas anziehen. Meine Herren und Damen, wir ziehen jetzt eine Hose an. Und offen gesagt klingt das wahrscheinlich ein wenig ungünstig, aber egal, wir haben eine Hose angezogen. Bekleiden wir uns schon mal, damit hier oben mal ein bisschen Rüstung erscheint. Das ist gut. Oh, das ist schon mal sehr gut. Was habe ich hier unten noch für Zeug da rumfliegen? Ich bin ungeschützt, ja, das ist klar. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Gut, dann lassen wir mal separat. Gut, dann machen wir jetzt mal schnell noch so eine kleine Mauer drumherum. Beziehungsweise eine ja, Palisade halt, ne? Genau, die vier. Gucken wir mal hier, dass man die vielleicht auf der Höhe setzt. Die hilft uns natürlich nicht gegen Trolle, die wenn die auch mit größerer Sicherheit nicht erscheinen. Toi, toi, toi. Und hier auch nochmal. So. Ja gut, das ist noch ein bisschen unschön. Das verbessern wir später. So. Nach Glück haben reicht das Holz aus. Und wenn nicht, haben der Raum kam, haben wir Pech. Ich guck mal, dass man hier vielleicht an der Stelle. Ich fange an zu frieren, das war mir klar. Wieso klappt das nicht ganz? Das ist so knapp schon. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir dann hier Platz lassen für ein potenzielles Portal später. Komm. So, fertig. Noch ein Feuer setzen nachher. Oh, die kommen jetzt zu weit. So, setzen wir ein bisschen nach vorne wieder. Ne? Oh, oh, egal. So. Tür nicht vergessen nachher. So. Fleisch ist unser Reich einigermaßen reich. Genau. Hohe Tür. Und hier Palisade. Das könnte auch wieder gut. Ich weiß, das sieht jetzt weiß Gott nicht schön aus. Aber es ist mal zu. Und jetzt brauchen wir noch hier die Palisade dran. Und unsere kleine Mini-Basis ist erledigt. So, was habe ich jetzt noch geholt? Beta ist immer gut. Gut, okay, dann sage ich mal so, wir gehen jetzt mal hier rein und haben den nächsten Posten des Außens. Einen Außenposten. So, das machen wir noch ein bisschen Ding. So, also beziehungsweise mit dem so, dass es zu blöd aussieht. Noch hier so ein paar, ja, kein Holz mehr. Gut, das heißt, wir haben jetzt ein Problem, dass wir Feuer brauchen. Für Feuer brauchen wir natürlich Tamtaramtam Holz. Und so wie es aussieht, haben wir das ganze Holz bearbeitet. Aber das haben wir relativ schnell wieder zusammen. Wie ist gemeint? Was ist denn los mit dir? Wie lange muss ich noch hauen? Also, ehrlich. Habt ihr das gesehen? Wie lange das gedauert hat? So. Ich glaube, beim Ballern habe ich schon mehrmals gehabt. Oder mal vielleicht. Dass ich in dem Moment, wo ich geschlagen habe, einen Baum gefällt habe, dass der Baum auf einen Reuling oder einen Graukopf allgemein gefallen ist.
Schon wieder einer. Ich bin gespannt, wie das man nicht mache. Da und noch einer. Wo kommen die alle her? Also. So, dann gucken wir mal, dass wir uns ein kleines Feuerchen bauen. Ja, guten Morgen, du Kasper. So, wir brauchen jetzt ein Feuer. Und dieses Feuer braucht. Und das ist die Krux, eine kleine Abzugseinrichtung. Das heißt, wir setzen jetzt erstmal hier jetzt das Feuer hier hin. Nee, jetzt machen wir nicht. Wir setzen das Feuer hier hin. Nur der Abzug brauchen wir mal. Es wird nicht ausreichen wahrscheinlich. Versuchen wir es mal. Dass der Rauch abzieht. Gucken wir mal, ob man da vielleicht den Rauch so ein bisschen analysieren kann. Können. So, dann war es das. Was wir das nächste Mal machen werden, ist das folgende. Wir werden uns Waffen besorgen und eine Rüstung entsprechend verbessern. Und wenn die Rüstung fertig ist und wir ein wenig Nahrung haben, werden wir uns rächen. Die Rache des Ruminen. So. Gut, wir räumen noch ein bisschen weg. Ne? Dann bis bald. Ciao.